Eine Horrorvorstellung. Der Boden bricht unter den Füßen weg und ein riesiges Loch entsteht. Autos und Straßenlaternen stürzen hinab. Im italienischen Neapel ist genau das passiert. Dieser Krankenhausparkplatz stürzt ein und zieht Autos einige Meter mitten in die Tiefe. Einige Fahrzeuge liegen sogar auf dem Dach. Ein 500 Quadratmeter großes Loch tut sich auf. Einsatzkräfte suchen am Freitagmorgen mit Spürhunden nach möglichen Verletzten. Bisher wurden keine Opfer gefunden. Sogar die Corona-Einrichtung des Krankenhauses wurde evakuiert. Hier werden unter anderem Corona-Infizierte behandelt, die dort ihre Quarantäne verbringen können. Die Ursache für den Parkplatzeinsturz ist bisher noch nicht bekannt. Laut italienischen Medien könnte eine Explosion in der Nacht zu dem Einsturz des Parkplatzes geführt haben.